Hallo, mein Name ist Laura. Ich bin ehrenamtliche Mitarbeiterin im Verein Jugendzentrum aus Seerland und ich werde euch durch diesen Podcast als Gastgeberin begleiten. Der Podcast soll euch einen kurzen Einblick geben in die offene Jugendarbeit allgemein und im Speziellen eigentlich zu unserem Projekt, kann man das Essen wie Ernährung zu mehr Klimagerechtigkeit beitragen kann. Als wir das Projekt vor einem Jahr einreichten, konnten wir noch nicht ahnen, welche Aktualität und welche Aktivitäten dazu zurzeit Dezember 2022 im Gang sind. Also begleitet uns. Ich habe unterschiedlichste interessante, spannende Personen eingeladen, um über das Thema zu sprechen. Und genau, was ist das Thema? Das werdet ihr jetzt im ersten Podcast hören. Hallo, mein Name ist Laura und ich werde euch durch diesen Podcast führen. Ich habe unterschiedlichste interessante und spannende Personen eingeladen, um über unser Thema zu sprechen. Und was genau ist jetzt unser Thema? Das wollt ihr sicher alle wissen. Dann lasst uns beginnen mit dem ersten Gast, Nicole, die Projektentwicklerin und Jugendbetreuerin im Jugendzentrum Bad Aussee und Jugendtreff Steinach-Pürg. Hallo Nicole! Kannst du uns bitte kurz erklären, um was es bei dem Projekt Kann man das Essen geht? Naja, das Projekt heißt We Will Never Meet Again, kann man das essen? Und es geht darum, wie unsere Ernährung zu mehr Klimagerechtigkeit beitragen kann. Es soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass das Thema Ernährung eines der wichtigsten Punkte in Sachen Nachhaltigkeit ist. Speziell die vegetarische, vegane Ernährung sollte dabei in den Vordergrund gestellt werden, um ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie sich vorwiegend fleischlose Ernährung auf den Klima- sowie Umweltschutz auswirkt. Mhm. Grund für den Fokus auf vegetarisch und vegan sind einfach wissenschaftliche Studien, die darauf hinweisen, dass diese Ernährungsformen die nachhaltigsten sind, wenn man darauf eingeht, auf gesundheitliche, also zahlreiche Zivilisationskrankheiten, ökologisch wegen Wasser zum Beispiel, gesellschaftspolitisch die Umweltschonung, ethisch der Welthunger, Tierleid und Ernährung wirkt sich einfach auf die psychische und physische Gesundheit, auf das Wohlbefinden aus. Ja. Und deswegen ist uns das Thema sehr wichtig. Mhm. Ist ja ein sehr, sehr spannendes Thema. Und was genau ist das Ziel von dem Projekt? Es geht darum, Bewusstsein zu schaffen, wie unser Handeln auf Mitmenschen, Umwelt und Tierleid und die Zukunft sich auswirkt, weil Nachhaltigkeit heißt ja im Prinzip nicht mehr zu verbrauchen an natürlichen Ressourcen, das heißt Wasser, Erde, Bäume, Erdöl, Erdgas oder Rohstoffe, als wie jährlich nachwachsen oder regeneriert werden kann. Und somit einfach auf die nachfolgenden Generationen Rücksicht zu nehmen. Es gibt so den sogenannten Earth Overshoot Day, der jedes Jahr den genauen Stichtag voraussagt, wann die natürlichen Ressourcen verbraucht sind. Und das war zum Beispiel 2020, war es der 22. August, 2021 der 29. Juli und 2022 war schon der 6. April. Das heißt, im Prinzip werden wir immer schlimmer mit unserem Verbrauch. Ja, ja. Mhm. Eine weitere Idee war, dass wir die Vorurteile gegen veganes oder vegetarisches Essen gesammelt haben. Dazu gehört zum Beispiel, Veganer essen unseren Tieren das Gras weg. Oder auch immer wieder, da bekommst du ja Durchfall und natürlich immer wieder die Frage, was sollen wir dann essen? Gibt es da konkrete Angebote von euch, hier positiv zu unterstützen? Die meisten Vorurteile sind meines Erachtens ein bisschen sehr unüberlegte Aussagen, weil wenn man rein nur auf das eine ausgeht, Menschen essen unseren Tieren das Gras weg, wenn es so einfach wäre, wenn Tiere in der Massentierhaltung nur Gras fressen würden, dann würden nicht
wird nicht so viel abgeholzt werden für den Sojaanbau, wo 80% fürs Futtermittel verbraucht wird. Und wir haben uns halt überlegt, mit Hilfe einer Schnitzeljagd und einem Quiz soll ein grundlegendes Wissen einfach erlangt werden. Und somit werden schon mal ein Haufen Vorurteile ausgeräumt, weil da sehr Informatives dabei ist und Wissenswertes. Und im Weiteren haben wir mit dem Steirischen Gesundheitsfonds zwei Gemüsekochkurse veranstaltet. Oder veranstalten wir und so wie eine Blindverkostung, so von wegen Fleischgerichte versus das Gleiche in vegan oder vegetarisch, dass man einfach sieht, dass vegetarische, vegane Sachen genauso schmecken, genauso gut sein können wie Fleischgerichte, sättigend sind und auch nicht mehr kosten. Mhm. Und wir haben ja auch schon mit den Jugendlichen begonnen, das Thema sozusagen zu bearbeiten, wortwörtlich. Dazu gehört die Philosophiestunden mit Frau Magister Holzinger. Da bist du jedes Mal dabei. Kannst du uns das näher bringen, was genau das ist? Und Philosophieren mit Jugendlichen ist ja nicht gerade alltäglich. Eine Voraussetzung fürs Philosophieren ist ja der Dialog, das Teilen von Gedanken, Ideen und Überzeugungen. Und die Offenheit philosophischer Fragestellungen bewirkt eine große Freiheit fürs eigene Denken, Sprechen und Urteilen. Und so werden mit Hilfe der Philosophiestunden die Themen von allen Seiten betrachtet und dadurch das eigene Denken überdacht. Mhm. Okay, dann danke, liebe Nicole, für deine Schilderungen und vielleicht hören wir uns ja zum Abschluss des Projektes im Herbst wieder. Bestimmt vorher auch schon, um dann auch über die Ergebnisse zu sprechen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten euch ebenso begeistern, wie wir es sind. Und ich möchte euch schon auf den nächsten Gast neugierig machen, Christine Ecker von Wiesenatelier, zum Thema Selbstversorgung, Permakultur und Kräuterkunde. Wir freuen uns. Habe die Ehre. Ciao, ciao. Buona notte.